Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Unpacking-Video hier in Plants vs. Zombies. Wir haben heute richtig viel Geld, damit werden wir richtig schön Booster einkaufen gehen. 130.000 Münzen, hat gar nicht mal so lange gedauert. Ich war ziemlich gut dabei in den letzten Runden und jetzt werden wir wieder mal gemeinsam shoppen gehen. Bevor wir hier einkaufen gehen, zwei Booster-Packs hätten wir hier fürs Level. Einmal hier für den All-Star, einmal hier drüben für den Wissenschaftler. Die beiden habe ich gestern noch zusammengespielt und mit denen werden wir anfangen. So, die Spannung und wir bekommen einen neuen Tanz und zwei neue Outfits. Einmal hier so ein Bart und hier drüben Fankunstwerk. Okay, ein Sticker für eine neue Klasse. Immer wieder gut. Zombies und wieder ein sehr ungewöhnlicher Tanz, die verrückte Welle. So, jetzt die Spannung. Wir wollen natürlich hier drüben die großen schönen Booster, 40.000, und wir holen einen. Komm schon, komm schon. Yes! Ein neuer Wissenschaftler. Komplett natürlich. Der Physiker. So, weil es so schön ist, noch eins von denen. Ich bin bereit. Die Spannung wächst und... Oh yes! Ein neuer Schnapper. Die Flammenvariante, ich dreh durch. Die wollte ich unbedingt. Die wollte ich unbedingt. Und jetzt haben wir sie. Der Feuerschnapper. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut, wir haben noch ein bisschen was über. Und jetzt machen wir hier noch so ein paar kleine. Wir nehmen mal hier so ein gemischtes. Okay, sehr viele Zombie-Sachen. Eine Variante hier für den All-Star und hier drüben eine neue Sonnenblume. Das sieht mir irgendwie nach Strom aus. Hier an der Seite sieht man die Funken. Ein Teamneuversuch für den Koop. Ein Wicht. Okay, wieder sehr coole Sachen. Selten, 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 super selten, super selten, selten und super selten. So, jetzt nochmal hier. Na komm, wir machen nochmal hier so eine Mischung. Oh Mann, immer diese Spannung. Okay, wieder ein Teil und noch ein Teil bekommen. Hier haben wir 2 von 5. Hier drüben auch 2 von 5. Hier sehen wir auf jeden Fall die Flammenvariante. Was haben wir hier? Was Neues für den Schnapper. Robovisier, super selten, Schleimpilz, Gold, Stern überspringen finde ich auch ziemlich gut, ungewöhnlich, der Brite, winken mit der Kaktee, gut, 10.000 hätten wir noch und hier unser letztes Pack. Und wieder ein Teil, 3 von 5 für die Flammensonnenblume. Der Wissenschaftler. Selten. MG-Erbse. Stern überspringen, sehr cool. Und die Fee. Wie man sieht, wieder sehr gute Sachen dabei gewesen. Ja, wir haben zwei neue Figuren. Und wir schauen hier nochmal in unser Heft hinein. So, wir haben eine neue Variante von dem Schnapper. Wir schauen mal rein, nämlich die Feuervariante. Munition, Feuerspray, Schaden, Feuerschaden. Nachladen müssen wir nicht, denn wir schnappen ja zu. Und die Nutzung, extremer Nahbereich. Was ich besonders cool finde, wenn wir eine neue Variante freispielen, können wir für diese Variante auch 3 neue Verbesserungen kriegen. Hier drüben sehen wir einmal die feuerfeste Haut. Damit haben wir ein bisschen mehr Gesundheit. Für die normale Variante hätten wir Supergeschwindigkeit. Damit sind wir so ein bisschen schneller unterwegs. Sehr, sehr cool. Dann schauen wir noch hier rein. 3 Verbesserungen, schneller nachladen, mehr Munition, mehr Schaden. Ja, und hier sehen wir ihn. EMP-Schlag als Munition, Schaden, Elektrospray, nachladen, langsam und die Nutzung auch hier wieder jemand für den nahen Bereich. Ich hätte so gerne den hier, die Delfinkanone. Immer wenn ich gegen jemanden spiele mit einer Delfinkanone, dann haut der richtig derbe rein.
Aber wie man sieht, keinen einzigen Sticker. Ich denke mal, die ist ziemlich selten. Super selten. Und sonst beim All-Star hätten wir noch eine neue Variante. Und zwar hier drüben, der Hockey-Star. Müssen wir mal spielen, sogar eine Verbesserung schon dafür. Aber sonst sieht es hier auch relativ mager aus. Oh Gott, noch so viele Dinge, die wir freispielen müssen. Sonnenblume. Ja, die hier hatten wir bekommen. Drei schon hier drüben, die Flammenblume. Die werden wir bald kriegen. Sogar hier eine Metallvariante. Ich bin gespannt. Ja, und hier wird es auch noch eine ganze Weile dauern. Drei hier drüben. Zwei von dem hier, aber sonst immer null. Irgendwie, ich bekomme mehr Pflanzensachen als Zombie-Sachen. Keine Ahnung wieso. Der Soldat, auch hier schon drei Verbesserungen für die Primärwaffe. Hier sehen wir den Sniper. Einige haben ja gefragt, gibt es eine Sniper-Variante? Ja, gibt es, wie man sieht. Mit Tarnung, volles Programm. Und den hier hätte ich gerne, die Eis-Variante. Und wenn wir schon mal hier sind, schauen wir mal bei der Kaktee rein. Keine Verbesserung. 1, 1, 1, 0, 1. Ja, auch noch eine ganze Weile, bis wir hier was kriegen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann werden wir wieder tolle Booster auspacken. Wird eine Weile dauern, bis ich wieder die Münzen habe. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss!